Hallo ihr Quirlinge! In dieser Episode von Pathfinder Wrath of the Righteous geht es weiter mit der abermaligen Rückeroberung von Dretzen von den Dämonen. Geil, frei sei es gedankt. Und die Helden kämpfen sich bis in die Zitadelle von Dretzen vor. Und Woljef gerät in Schwierigkeiten. Mal wieder. Los geht's! Dann wollen wir mal weitermachen. Irgendwo hier hinten im Händlerviertel hatten wir ja des Öfteren mal den einäugigen Teufel gesehen und möglicherweise ist er ja auch immer noch dort. Und der soll ja auch aufgetrieben werden. Oh, da ist ein Kreuzfahrer, der stürzt sich gleich wieder blindlings in den nächsten Kampf gegen Dämonen und wird zerfleischt, ja? So stelle ich mir das vor. Gut, hier ist kein Durchkommen. Und in der Kaserne waren wir, beziehungsweise in dem Kerker. Also geht's wohl nur hier weiter. Da können gleich alle sich aufstellen. So, hier geht's. Also, geht's denn hier grundsätzlich. Naja, da wollte ich nicht zu weit hochschicken. Das geht bestimmt weiter. Tot oder lebendig, wir werden siegen. Nein, doch nicht, ihr Mäuse. Doch nicht ohne die Kommandantin. Oh, Mann. Lan schießt ganz knapp an der Hauswand vorbei. Das kann nur Lan. Auch das kann nur Lan. Wartet mal. Der kommt bestimmt näher. Aber der wird all diese Kreuzfahrer zerfleischen. Das können wir nicht machen. So, jetzt. Oh, Moment. Kamera. Was seid ihr denn für welche? Inkubunten! So, danke, Galfried, für deinen Beitrag. Borstel stellen wir mal hier davor, damit die was zu hauen haben. Ah, ist ganz schön eng hier. Für die Kamera. So, sind wir erstmal nur gucken, was hier überhaupt los ist. Du gibst dir noch eine mit. Jawohl. Du brauchst natürlich daneben. Brauchst eine 18, um zu. Oh, ey. Cover me, alright? So geht das. Ich hoffe, ich habe gerade den Kreuzfahrer nicht. Nee, gut. Irgendwie. Wobei. Also, der Kreuzfahrer schafft seinen Reflexwurf nicht, aber irgendwie kriegt das AI wohl hin, dann die Wirkung seiner Odewaffe doch irgendwie um den Kreuzfahrer herumzulenken. Das ist Körperbeherrschung. Ey, du brauchst sogar eine 20, um anzugreifen. Ja gut, also Ember wird Zeuge in der Situation. Mehr wird sie hier wohl nicht tun. Ja, ja, das läuft nach Plan. Viel Spaß an der dicken Schwarte. Die werdet ihr nicht durchdringen. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Da müsst ihr schon... Upsala. Ja, dann sammle halt ein. Eine prollige 20 würfeln. Und deran. Ja, ich rüber. Nette Versuche. So, Lan. Did you see that? Ja, habe ich gesehen. Die anderen denken auch langsam. Mein Gott, gib doch nicht immer so an. Oh, es gefällt ihm. Ach, du kommst gar nicht ran. So. Oh, der hat getroffen. Wow. Stab you or zap you. Why not both? Oh. Schwierigkeitsgrad 39, diese Kiste hier. Okay. Distract them for me. Well, jetzt killt sie wieder. Und Aivu beendet den Kampf.
Meine Güte, Kreuzfahrer, ey. This is my path. Ja. Your path. My tail is restless. Ja, und naja, die eine redet von ihrem Pfad, der andere von seinem Schwanz. Naja, jeder redet davon, was immer wichtigsten ist. So. Wir haben einen astralen Geheimverscheck-Alarm auszurufen. In Dretzen, Schwierigkeitsgrad 39, wollte ich fast erspäht, mitten im Kampf. Bevor er einen Inkubus entmannte. Naja, also hier auf jeden Fall ein Holzlöffel. Wichtig. Schutzverpfeil, alles schön. Aber schleich mal lieber. Oder wo ist denn hier? Gibt es hier einen Eingang? Ist da nicht, irgendwo ist doch hier. Also da, wo die Kamera ist, links in der Ecke. Also, hier natürlich. Oh. Und der nächste Misthaufen mit Füllung. Schwierigkeitsgrad 29, da oben. Zehn Diamanten. Wow. Was? Kann sie sehen lassen. Können wir uns im halben Maß. Wir gehen mal rein. Da. Ach, da ist hoffentlich nicht wieder so ein Mega-Vieh drin. Nee, es sind alte Bekannte. Der einäugige Teufel. Der einäugige Tiefling wischt sich den Schweiß von der Stirn. Keine Angst, Jungs, wir werden das durchstehen. Die Wände hier sind stabil und bald kommt Verstärkung. Ihr werdet schon sehen. Er bemerkt euch und erstarrt, wobei er seinen Mund leise wie ein Fisch öffnet und schließt. Ja, Nokori sagt, es ist schon eine Weile her. Der Tiefling schlägt sich vor Freude aufs Knie. Kommandantin, das Warten ist vorbei. Ich träume nicht, ich kann es nicht glauben. Und Fei, der Tavernenwirt, ist auch dabei. Fei winkt dir freundlich zu. Kommandantin, es tut gut, euch zu sehen. Wir hatten so einen Spaß bei eurem Leichenschmaus. Und die Feier zu Ehren eurer Rückkehr wird noch schöner werden. Später natürlich. Sobald wir diesen Abschaum abgewehrt haben. Es ist schade, dass der halbleere Krug so stark beschädigt wurde. Der Tiefling schaut sich um. Das sollen Beschädigungen sein. Es ist nur ein wenig chaotisch. Wir werden zuerst gegen die Dämonen kämpfen und dann den Krug renovieren, damit er noch besser wird als vorher. Und Fei, ich plane schon einen neuen Tresen zu bestellen. Und ich denke, ich werde auch die Decke renovieren, da ich den Rest ja auch schon anpacke. Vielleicht sollte ich auch den Boden wechseln. Ist doch alles eine Frage des Geldes, weißt du? Also jetzt hier rum zu kritisieren, das sind Händler und Tavernenwirte, das wissen doch nichts von Barrikaden und Befestigungen. Also, Zeit zum Aufbruch. Ja, Kommandantin, der Tiefling klatscht in die Hände. Fallt zurück, Jungs, hier gibt es für uns nichts mehr zu tun. Ja. Wir kontrollieren, dass sie nicht wieder irgend so ein monströses Monster in ihrer Küche haben. Das wäre nicht das erste Mal. Oh. Sie haben was vergessen. Es sieht wirklich ein bisschen... Oh. Diese Truhe steht hier mittendrin. Einfach so. Das ist ein bisschen zu einladend, oder? Komm, dann. Wenn schon die Helden reinreiten, dann gleich alle. Acht Goldstücke und eine verzierte Scheide. Echt? Keine Falle? Ehrlich? Och, schade. Diese Truhe kennen wir auch schon, aber schon mal geplündert. Und irgendwer hat sie dankenswerterweise wieder gefüllt. Und auch auf dem Kaminsims liegt ein kleines Irgendwas. Wir können schon mal alle dahin gehen, außer Woljew.
Der guckt hier oben sich diese Zigarrenschachtel an. Das ist der gemeinschaftliche wahre Blick und eine magische Essenz. Auch das ist schön. Selten gefunden. Das hier ist leider nichts. Und das ist der halbleere Krug. Im Moment ganz leer. Raus. Ich glaube, hier hinten geht es nicht weiter. Wir müssen jetzt die Treppe rauf. Oder hier die große, aber gut, wir sind gerade bei der anderen. Da gehe ich jetzt nicht zurück. Also. Oh je. Das sieht nicht gut aus. Wolli, check mal, dass da unten nicht noch irgendwas ist. Ist immer ein paar verbarrikadiert? Nee. Naja. Ah, das war unsere Azata-Anpflanzung. Dahinter hat sich jemand verschanzt. Hier fehlt hier eine Textur oder was? Wie sieht so komisch aus? Naja, das wird mal repariert. Oh je, oh je, oh je, oh je. Da gehen bitte gleich alle hin. Das gibt nur jede Menge Ärger. Ihr rennt jetzt nicht blindlings und kopflos irgendwo in euer Verderben, echt? Doch, natürlich! Es ist ein legendärer Glabezu-Zerreißer und sie glauben, eine Chance gegen ihn zu haben. Ich glaube, das ist falsch. Schnell hierher! Sonst haben sie keine Chance. Lan hat noch den wahren Blick drauf, deswegen... Hat ihm das wehgetan? Naja, aber trotzdem erst so ein Drittel reichliches vielleicht. Oh, da war noch eine Marilith drunter. Das ist aber hinterhältig. Voljev, warten wir mal ab, was die so machen. Ey, du hast wirklich die Kreuzfahrerin gerade auseinander gehackt. Wir zeigen dir mal, wie sich das anfühlt. So ein Stück. Leg mich hin. Das war der andere Kreuzfahrer. Ja, ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Time to share your treasures. Out of my sight. Naja, dann triff auch mal. Ja, stell dich mal da daneben. Nokori. Ja, das ist schwierig. Aber auch du kommst mal hier in die Nähe. Wobei Land wahrscheinlich jetzt gleich klar Schiff mal, ne? 29er, 36er, dann, na, dann weiter hier. Das hat alles gesessen. Er hat nur noch 16 Trefferpunkte. Schwer angeschlagen. Wenn Galfred jetzt nicht versagt, was er nicht tut. Den Spaß lassen wir Woljev. Der ist auch gerade angegriffen worden. Fehlschlag. Ja, ist aber irgendwie, die Hinterhältigen funktionieren nicht. Ja, da muss halt Schattenfang doch helfen. Uiuiuiui. Böse, böse, böse. Gut.
Ja. Friede den Seelen dieser gefallenen Kreuzfahrer. Wir konfiszieren gleich ihre Ausrüstung für die nächste Generation an Kanonenfutter. Kanonen nutzen wir zwar nicht, aber Futter brauchen wir trotzdem. Watch and learn. Das sind die noch verschlossenen Truhen der geflüchteten Händler. Oh, schnell zaubern. Oh, das ist richtig gut. Das ist gut. Das können wir eigentlich ja gleich zu Ember, weil die nutzt die ja alle. Schnell zaubern. Da haben wir es. Es ist eines von denen da vorne. Mhm. Aber Ember hat ja nicht mehr so viel Zauber parat. Ist der Polarstrahl. Oh, was ist das? Mächtige Unsichtbarkeit, ein Zauberstab. Mhm. Ja, hier geht es offenbar weiter, aber was ist denn, wenn wir da jetzt, also diese Treppe nach oben gelaufen wären, dann kämen wir da nicht weiter, oder wie? Naja, das kann Wolf mal kurz auskundschaften. Auf flinken Füßen. Also, Wolf, du musst jetzt hier runter. Lass dich dabei nicht sehen. Aber städtische Strukturen und Gassen sind ja deine bevorzugte Region. Und mich interessiert nur, ob wir hier, wenn wir hier nach oben gegangen wären, noch auf irgendwas stoßen, was von Bedeutung ist. Ja, das war eine tolle Idee, Wolf einzuschicken, gell? Scheiße! Und ich dachte noch, es könnte ja auch was aufploppen. Ja, das ist richtig gut gelaufen. Und natürlich ist auch Wolfs Tarnung gleich mal weg. Das ist alles so unbefriedigend. Naja. Er ist immerhin. Ach, sind da noch mehr da? Ach, du meine Güte. Ich kann gleich einen Schurken vom Dretzenpflaster kratzen. Ich glaube, derer wird an diesem Kampf nicht teilnehmen. Ich wollte doch nur gucken, ob da noch irgendwas ist. Und ja, da ist noch was. Ja, Wolf. Wo sind denn die anderen, also die da erschienen sind? Nicht hinter dir erschienen, das ist schon mal gut. Mach, dass du Land gewinnst. Weiter geht's jetzt nicht. Ja, wobei. Ne, wir lassen es so, es ist halt so. Sosiel! Altes Haus. Fall nicht über deine eigenen Schuhe. Lan, dich werden wir brauchen, weil du kannst schon aus der Entfernung schießen. Und du kannst auch weit laufen. Weil die tägliche Gymnastik, die macht sich halt auch bemerkt, ja? Bemerkbar. Und der wird richtig nerven. Der wird richtig nerven. Ja, das ist klar. Der stellt sich genau hinter Wolf. Und der Kori wird sich am Ende die Geschichte erzählen lassen, wie der Kampf ausging, weil. Wolf wird da nicht viel tun. Nein, sie wird da nicht viel tun. Aber wir kommen ihm ja näher. Die schnellsten sind ja schon fast da. Galfried gehört nicht dazu. Oh, Deran wird langsam warm. Ember. So, Schattenfang. Was für ein Kampf. Gleich ist Wolf dran.
So, jetzt natürlich, du fängst ja natürlich eine, das ist völlig klar. Bitte lass dir nicht kritisch eine geben. Das ist das ist alles, was ich von dir will, Wolf. Das ist okay, das ist okay. So, und jetzt, wir kämen bis zu diesem Fass. Kommen wir denn mit der Dimensionstür weiter? Ein kleines Stück kommen wir da weiter. This spell's faulty. No, really. This spell's faulty. No, really. Okay, da brauche ich wohl eine komplette Runde für. Das ist schade. Naja, dann musst du halt weiterlaufen. Und ihr wisst ja gar nicht, was euch erwartet. Ihr Inkubunten. Naja, also so sehr erwartet euch nicht. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Aber der Babau, der nervt. Der stellt sich mit seinem Scheißspieß wieder direkt hinter Wolf. Oder vielleicht doch nicht. Gut, Bruder Lan kommt näher. Nee, Bruder Wolf, ich war das immer. Lan ist ja eher so Onkel. Oder Häuptling Lan, genau. Häuptling Lan. Ja gut, dann stellen wir dich halt auch dahin, dass du auch alle erwischen kannst in deiner nächsten Runde. Nokori kommt vielleicht auch noch rechtzeitig an die Brüstung, um über selbige zu spähen. Und der da denkt sich, wo sind sie denn alle? Wow, kannst du weit laufen? Du machst aber echt große Schritte. Mein armer Schurke. So, Ivo ist da. Aber ich fürchte, Wolf ist bereits in der Reichweite dieses scheiß Balor-Säbels. Eran muss ich darüber keine Gedanken machen. So, Wolf. Nee, du kannst hier. Also es sieht nicht so aus, als würde er dir eine auf drauf zimmern. Da du die ganze Akro hast, zieh dich weitestmöglich nach hinten zurück. Über die brennenden Trümmer. Das ist meine Wolf. Ja, und ihr müsst euch ein bisschen beeilen. Ja, komischer Strahl. Sogar Lan hat ihm in den Rücken geschossen. Naja, die haben halt nur Augen für Wolf. Die haben sich unsterblich, naja gut, verliebt kann man nicht sagen. Aber sie haben Wolf als Gespielen auserkoren, sagen wir mal so. Ne? Aber daraus wird nichts. Wobei, der ist ja eigentlich RK7. Naja, das macht keinen Spaß. Komm, erstmal den hier erledigen. Your performance is lacking. You are lacking. Wow, Lan. Wumm, wumm, wumm. Es ist, also Lan ist so ein Killer, es ist unglaublich. Your performance is lacking, you are lacking, ja. Nokori hat diesen Wahnsinnsschuss nicht gesehen. Vielleicht ja Aibu dran. Nee, immer noch nicht. Sag mal, hab ich jetzt echt keinen Todesschutz mehr auf Aibu? Ist es wirklich wahr? Der Todesschutz ist abgelaufen und sofort wird das ausgenutzt. Es ist zum Reiern. Du Arsch! Wie ich das hasse. Irgendwie ist er kleiner geworden. Kannst du von da hinten aus irgendwas ausrichten? Ah, das ist viel zu weit. So. Naja, wir haben ihn jetzt gleich umstellt. Wollen wir das sicher?
Ja. Wolf ist sicher. Ach komm, das ist mir die letzte Energieramme wert. Ah, nur ein Treffer, ist aber schade. Modifikator von 23, um die Zauberresistenz von 37 zu überwürfeln. Da brauchst du halt eine 14 für. Das ist nicht so wirklich schön. Und etwas gedebufft wurde auch nicht. Naja, gut. Na ja, komm, ja, geht schon zurück. So, Siel kommt. So. Lan hat gesehen, wie wütend Aivo hier in diese Richtung gestromert ist. Aber eigentlich müssen wir uns ja mit dem auseinandersetzen, ha? Huh? Okay, da hinten wird Aivo schon irgendwie fertig. Ja, das hat ihm richtig wehgetan im Genick. So. Jetzt wird hier Kleinholz gemacht. Ist plötzlich so müde, gell? Ah, doch nicht. So, Deran wird auch noch Zeuge. Die Schattenfangs krallen sich auch in dieses Dämonenfleisch versenken. Und selbst der Rüffelstups von Borstel ist sehr schmerzhaft, augenscheinlich. Er traut sich sogar Voljev ran und macht keinen Schaden. Scheiße. Oh, aber jetzt reicht's. Ja, Lan macht natürlich Tabula Rasa. So. Und ausgerechnet Ember hat hier Feuerschaden abbekommen. Wow. Sag mal, wer seid denn ihr da? Kommt ja mal dazu hier. Mensch. Deran. Der bräuchte jetzt mal eine deiner legendären Fokussierungen. So. Wie heißt der Galfeld? Hat irgendeinen Debuff. Ist aber wahrscheinlich nur irgendeine Furcht. Die geht weg. Wir brauchen eine Genesung auf Aivu. Schon wieder. In dieser 1001er Stufe. Gut. Ich glaube, mehr ist nicht passiert. Es gab am Ende jetzt diese. Na gut, eine gottlose Hymne habt ihr abbekommen. Ja. Die tickt runter. Interessiert uns nicht weiter. So. Jetzt gehen wir nochmal alle diese Treppe hoch. Stellen fest, hier ist kein Durchkommen. Ach, was die alles kaputt machen, diese Säcke. Let us be off. Na gut. Ihr sollt dahin, da durch. Und hier an den Fuß dieser Treppe letztendlich. Okay. Ah, mit Treppen hat wollte ich jetzt gerade so ein bisschen seine Schwierigkeiten. Deswegen laufen wir alle hier hoch. Wer ist denn das? Hall. Wo der Kaiser höchst selbst. Wer ist denn Hall? Wer ist Hall? Keine Ahnung. Habe ich vergessen. Ein vertrauter, echt rothaariger Heiler. Kenne ich den? Ach, das ist der Drache. Ach so, natürlich. Ja, klar. Da war ja was. Genau. Also ein vertrauter, rothaariger Heiler klopft sich die Asche vom Ärmel und schüttelt seinen Kopf.
während er einen Haufen verkohlter Dämonenleichen inspiziert. Sie waren zu stur, um sich zurückzuziehen. Ihre Entschlossenheit hätte sie im Leben weit bringen können. Doch stattdessen hat sie ihnen nur einen verfrühten Tod eingebracht. Ich bereue es, dass ich sie töten musste. Oh. Also, Nokori erkennt ihn natürlich wieder. Was macht ihr hier? Ich habe lange gegrübelt, ob ich mich in die Affären von Dretzen einmischen sollte. Doch die Worte der treuen Krieger, die zurückblieben, um die Festung zu verteidigen, berührten mein Herz. Sie überzeugten mich zu handeln. Und keinen Augenblick zu früh, wie es scheint. Halaseliax deutet in Richtung der toten Dämonen. Was ist aus dem Kultisten geworden, den ich verschont habe? Wie ich hörte, ist er ein Heiler geworden. Ich weiß nicht, ob er noch immer ein Diener Baphomets ist, aber selbst wenn, bin ich mir sicher, dass er mehr Gutes in diese Welt bringen wird als Böses. Halaseliax lächelt. Ihr solltet stolz auf euch sein. Ihr habt ihn verschont. Und dank eurer Entscheidung hat die Welt nun einen Heiler mehr, der sich um die Geplagten kümmert. Schließt euch mir an, ihr könnt mir helfen, die Dämonen zu vertreiben. Dass ihr keine große Streitmacht gegen die Dämonen anführt, führt mich zu der Annahme, dass ihr keine Aufmerksamkeit erregen wollt. Und ein Golddrache, der sich dem Kampf anschließt, erregt jede Menge Aufmerksamkeit. Das könnt ihr mir glauben. Zudem, Halaseliax mustert euch aufmerksam. Würde ich gern sehen, was ihr seit unserem letzten Treffen aus euch gemacht habt. Ich würde gerne sehen, wie sich der Geist des Drachen in euch manifestiert. Wenn das so ist, dann ich muss gehen. Lebt wohl, Kommandantin. Euch steht ein schwerer Kampf bevor. Doch wenn ihr euren Blick nach innen richtet, werdet ihr sehen, dass euer Geist, der Geist eines Drachen, nicht bezwungen werden kann. Wenn ihr den Willen verspürt, in Terendelefs Fußstapfen zu treten, dann kommt und trefft mich nach der Schlacht in Dretzen. Und wenn nicht, nun, dann wird dies wohl unser letztes Treffen sein. Oh. Naja, wir haben ja einen Drachen. So eine kleinere Ausgabe. Klein, aber fein. So, hier ist nichts mehr. Was bist du für einer? Noch ein Barlow-Verwüster. Oh je, oh je, oh je. Okay, 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 okay. Ich verstehe. So, Nokori, wo bist du? Mittendrin gib uns mal Resistenz gegen Feuer, weil der explodiert dann gleich. Gut. Are we in trouble yet? Noch nicht, aber... You won't survive me. Ja, da ist es gleich. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte einen Sturmangriff machen. Das hat ja wunderbar funktioniert. Oh, ich glaube, du machst gar nichts. Nokori, kannst du einen Sturmangriff machen? Nee, ha? Das ist irgendwie... Irgendwie geht das nicht. Aivu, kannst auch nicht. Nee, so geht das. Geht aber nicht. Wolf macht garantiert keinen Sturmangriff. Ey, was ist denn das für ein Angeber... Der würfelt echt eine 20 und enttarnt Woljew. Oh. Das nervt. I will see to your demise. Ja, dann würfelt besser. So. Ja, das tat ihm weh. Au, was war denn das? Was war das? Abyssischer Sturm. Das macht offensichtlich keinen Feuerschaden. Du entfesselst einen verheerenden Sturm aus abyssischen Energien. Ja, ja, okay, das ist halt, ja. Ja, das ist aber auch, na,
Schwierig. Okay, na, ist egal. Hier, komm. Ich glaube, damit geht es nicht, weil der zu weit weg ist. Ja, das ist dann doof. Ist das ein Mark-Fight? Wer killt ihn jetzt eigentlich? Voljev. Der explodiert gleich. Daran müssen wir denken. Keine Ahnung, wie weit das reicht mit dem Explodieren. Kühlt ihn nur wenig ab. So, Deran. Du hast gar nichts abbekommen von dem Sturm. Wie kommt das? Muss uns mal erklären. Egal. Wir gehen rein und heilen offensiv. Das hilft nämlich allen, jetzt den nächsten Schaden zu auszuhalten. So heißt das. So, ein Höllenfeuerstrahl wäre toll, haben wir aber nicht mehr. Feuerschlange. Irgendwie gedebufft. Was hast du dir zugezogen? Du bist erschöpft. Oh, und kränkelnd. Das tut mir ja leid. Danke, Ember. Nokori. Ein Crit, bitte. Ja, das hat gereicht. Und da kam trotzdem noch was. Oh, acht. Wow, der war ja richtig heftig. Fand ich gar nicht so schlimm. Na gut, also, wir haben nochmal von diesem scheiß Feuer was abbekommen, aber der macht da nicht nur Feuerschaden. Genau, dem Feuer haben wir nämlich widerstanden. Naja, 30 haben wir widerstanden. Das hier ist das Problem. Da war noch irgendwas anderes ein. Dabei. Wie dem auch sei. Derans Heilung hat das Schlimmste abgepuffert. Und das sei Aufforderung für ihn, das nochmal zu tun. So richtig gut geht es uns noch nicht, aber nochmal eine Fokussierung ist es ja fast nicht wert. Vielleicht mitten reicht ja mal eine Säule des Lebens stellen, dann darf jeder mal davon naschen. Der noch braucht. So, Schattenfang hat schon. Nokori hat jetzt auch schon. Ember und Sosiel. The goddess protects us. Genau, Bossel und Aivu. Ich hab alle schon. Wolje braucht nicht. Dann haben wir da noch Galfried. Galfried darf noch hier reinlaufen. Sich ein bisschen Heilung abholen, genau. Und dann waren das ja alle. Deran selber braucht... Ah, gut, 2 Punkte. Achso, und Lan. Lan braucht nicht. Gut. Ask nicely. Ja, mach ich. Was hat er dabei? Ein unheiliges Langschwert +1. Darüber spreche ich nicht.
So. Hall hat's gesehen, denke ich. Und damit müssen wir jetzt hier den Hof der Zitadelle. Ist der Eingang zum Mitternachtstempel fachgerecht verschlossen worden von Galfreys Befehlen. Rolje, schau dich mal um. Aber pull bitte nichts. Durch die Mitte gehen wir gemeinsam. Wir sollen nur sicherstellen, dass am Rand nichts ist. Oh, ich glaube, das können wir bescheiden, dass das so ist. Na dann. Achso, früher kamen wir ja mal irgendwie auf die Mauer, aber hier ist die Treppe kaputt und auf der anderen Seite ebenso. Also ist die Mauer kein Thema für uns. Wir gehen mit breiter Brust in Richtung Zitadelle. Und sie ist offen. Oh je. Gut, der Geschichtenerzähler wird drinnen ja irgendwas suchen, aber das hier im Hof nichts auf uns wartet. Das ist doch eine miese Falle. Wo sind wir denn jetzt? Keine Ahnung, ich kenne mich hier nicht mehr aus. Ich fahre zu lange im Abyss. Diese unbequemen Bänke stehen immer noch überall, wo keiner sitzen will. Ist das hier hinten auch noch Koris Schlafzimmer? Ah ja, dann weiß ich, wo wir sind. Ah, das hat keiner gesehen. Hoffentlich hat die Galfrey nicht hier drin geschlafen. Schwuppdiwupp. So, das ist unsere Versammlungshalle. Und wir gehen hinein. Und da ist der Geschichtenerzähler. War der Tisch nicht mehr länger? Der Geschichtenerzähler wendet sich in aller Ruhe an euch. Es sind viele Monate vergangen, Kommandante. Das stimmt gar nicht. Du hast uns im Abyss doch getroffen. Aber selbst als ihr auf der anderen Ebene wart, konnte ich euer tapferes Herz schlagen hören. Du warst ja auch dabei. Keine Sekunde setzte dieses Geräusch aus. Und Finnean meldet sich zu Wort. Und lacht. Ihr seid mir aber ein lebhafter Opa-Elf. Immer findet ihr euch an den gefährlichsten Orten wieder. Ich freue mich immer noch, euch zu sehen. Obwohl ihr wohl an einem gemütlichen Lagerfeuer besser aufgehoben werdet. Wie ist es euch in den letzten Monaten ergangen? Die Königin hat uns nichts als Respekt und faire Behandlung gezeigt. Aha. Nachdem sie beschlossen hatte, mit dem Kreuzzug fortzufahren, entschieden sich viele von uns, bei der Einheit zu bleiben, der befohlen wurde, den Schutzstein bis zu eurer Rückkehr zu beschützen. Für mich war es eine einfachere Entscheidung als für andere. Ich war euch im Abgrund begegnet und ich wusste, dass ihr noch am Leben wart. Aber nicht jeder glaubte mir. Gestern hatte ich dann eine Vision. Ich blätterte durch die Seiten, die ihr für mich gesammelt hattet, und plötzlich sah ich die Zukunft. Nicht die Zukunft, die mir die Seite, die ich in meiner Hand hielt, prophezeite, sondern eure Zukunft. Die Zukunft der Person, die mir diese Seite gegeben hatte. In meiner Vision seid ihr aus dem Abyss zurückgekehrt, in dem sich neue Kräfte wie Schlangen um euch wanden. Eure Stimme ließ die Erde erzittern. Menschen und Dämonen fielen auf die Knie und Iomedae selbst reichte euch eine helfende Hand. Das einzige aber, worum es euch ging, war der Verbleib des Banners, das Königin Galfrey mitgenommen hatte. Der Geschichtenerzähler schüttelt den Kopf. Ich weiß, was ich gesehen habe. Es ist schwer zu glauben, aber ich habe die Angewohnheit, meinen Visionen zu vertrauen.
Ich eilte also zur Zitadelle, um mir ein paar von Königin Gallfreys Besitztümern zu verschaffen. So wollte ich herausfinden, wohin sie gegangen war und wo euer Banner jetzt ist. Und wohin ist die Königin gegangen? Es war nicht einfach. Ich sehe die Zukunft der Königin und ihre Vergangenheit, als ob ich durch zerbrochenes Glas schauen würde. Mehrere Visionen kommen nacheinander und verzerren das Bild. Die Königin ist in Lebensgefahr, am Scheideweg ihres Schicksals. Und jeder ihrer Schritte kann sich als tödlich erweisen. Ach, wie bedauerlich. Ich gab aber nicht auf und das Glück war mir hold. Ich berührte ihren Kelch und erfuhr so, wohin sie ihre Armee führte. Ihre Majestät beschloss, auf Itz zu marschieren. Ein mutiger Schritt. Einer, der einer Königin würdig ist. Jetzt hör mal auf. Die es nicht gewohnt ist, sich zu verstecken. Und deran. Sieh an. Da hat meine liebe Cousine wahrlich mutig gehandelt. Daran besteht kein Zweifel. So mutig wie der Sprung in einen Vulkan. Und Woljew. Wenn man beschissene Karten ausgeteilt bekommt und erkennt, dass man sowieso erledigt ist, bleibt nur noch volles Risiko zu gehen, die Daumen drücken und auf das Beste hoffen. Es ist immer noch besser, als auf seinem Hintern zu sitzen und darauf zu warten, getötet zu werden. Das ist ein wahres Wort. Und mit beschissenen Karten losbekommen, da kennt sich Woljew besonders gut aus. Und deran. Leider haben ganze Nationen die Konsequenzen vorschneller Entscheidungen von Monarchen zu tragen. Noch schlimmer ist, dass wir hinterher das ganze Durcheinander wieder beseitigen müssen. Na, dann allerdings auch wieder recht. Itz, der Ort klingt vertraut. Könnt ihr mich bitte an die Details erinnern? Oh, Itz, die Stadt, die über dem Abgrund hängt. Einst war sie die Zitadelle der legendären Herrscher, die Hauptstadt von Sarkoris. Jetzt aber zerreißen Dämonen sie und machen sie zum Gespött früherer Tage. Zwei Drittel ihrer prächtigen Straßen und stolzen Türme sind bereits in die Weltenwunde gestürzt. Noch aber hält die Stadt durch, so wie Sarkoris auch, besiegt. Aber den Tod verweigernd. Zu den Waffen. Es ist Zeit für die Entscheidungsschlacht um Dretzen. Der Geschichtenerzähler nickt. Ja, eure Ankunft hat alles verändert. Unter den Angriffen zweier Armeen fühlten wir uns wie eine brüchige Palisade, die kurz davor stand, von einer riesigen Welle davongefegt zu werden. Eure Rückkehr aber hat uns zu einer unzerstörbaren Mauer gemacht, die jedem Schlag standhält. Und da geht die Geschichte weiter, Dretzen verteidigen. Es gibt da noch eine Sache. Der Geschichtenerzähler hält eine Weile inne. In den zerbrochenen Fragmenten, die ihr Schicksal bilden, kann ich eure Gegenwart spüren. Und ich bin überzeugt, dass die Königin es auch zu spüren vermochte. Niemand kann sagen, wozu eure nächste Begegnung führen wird. Hoffentlich zu einem Kriegsgericht. Aber eines weiß ich mit Sicherheit. Das Schicksal von Königin Gallfrey und euer Schicksal sind eng miteinander verflochten. Oh yeah. Zwischen den Zeilen, dem Geschichtenerzähler Gallfreys Brief zeigen. Was ist das für ein Brief? Ach nee, er hat uns den gegeben. Vielleicht hat euch die Königin deshalb diesen Brief geschrieben. Nachdem ich ihren Kelch berührt hatte, sah ich sie in einem geheimen Abteil in der Wand versteckt. Und ich schaffte es, sie zu finden. Ich weiß nicht, was darin steht. Aber ich kann die Emotionen spüren, die die Königin zerrissen haben, als sie ihn schrieb. Mhm. Gallfreys Abschiedsbrief, das ist eigentlich ein schönes Thema. Nokori, ich weiß nicht, wo ihr nun seid. Im Abyss, auf deinen Befehl hin. Menschenskinder. Seid ihr überhaupt noch am Leben? Daran hättest du denken sollen, bevor du den Befehl gegeben hast, dass wir in den Abyss gehen sollen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wie wär's mit vollem Zug werfen? Schade, dass Züge noch nicht erfunden sind. Doch ich bin die Königin. Oh, jetzt kommt das wieder. Und muss entsprechend handeln. Oh, die Frau ist so schlimm. Ich weiß nicht einmal, warum ich diesen Brief überhaupt schreibe. Ihr werdet ihn vermutlich ohnehin nie lesen. Verzeiht mir, Gallfrey. Ich muss was trinken, sorry. Schade, dass mein Getränk kein Alkohol hat. Wer wird dir jetzt helfen? Oh Mann. Der Geschichtenerzähler denkt einen Moment nach. Ich denke, ich werde euch von den Gefühlen erzählen können, die sie in diesem Moment erlebt hat. Wenn ihr es wünscht, könnt ihr später zu mir kommen, wenn sich alles beruhigt hat und diesen Brief mitbringen.
Wir werden uns dann gemeinsam mit seiner Vergangenheit befassen. Oh. Super, es wird nicht besser. Oh nein! Es sind einfach zu viele von ihnen. Es ist nutzlos, wir sind erledigt. Nicht zurückfallen, haltet die Linie. Oh je, oh je, jetzt geht's gegen Orengofta. Naja. Liebe Quirlinge, die Episode ist mehr als lang genug. Ich mache hier Schluss und weiter mit dem Schweinebraten. Geht's im nächsten Teil. Bis dahin.